Der Imbiss wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Doch die lange Schlange macht sofort klar, hier muss es etwas geben, wofür sich das Warten lohnt. 868. Warten heißt hier, Burgerfans stehen sich die Beine über eine Stunde in ihre hungrigen Bäuche. Mehrere hundert Burger gehen hier täglich über die Theke. Abends und am Wochenende ist der Ansturm am größten. Galileo-Reporter und Fastfood-Fan Martin Dunkelmann checkt, was hinter dem Hype steckt und was überhaupt ein Smashburger ist. Wie schmeckt's denn? Schön knusprig, schöne Röstaromen. Sehe ich die sehr gut. Ich mag ja nicht so Burger, aber der ist ganz gut eigentlich. Wenn du so einen Smashburger hast, wo das Fleisch schön knusprig wird, das ist geil. Ja, besser als ein normaler Burger? Auf jeden. Und das ist der Mann hinter dem Hype, Wladislav Gacin. Er ist Mitbegründer der angesagten Berliner Burgerbude. Hey Martin, na, was alles geht? Klar? Sag mal, ganz schöne Angeberschlange hast du hier vor deinem Laden. Ja, ich trau mich gar nicht, selber mich zu freuen. Aber bist du stolz drauf? Ja, schon. Obwohl ich habe damit nicht gerechnet und vor 3 Jahren hätte ich noch nicht mal geglaubt, dass wir einen Burgerladen aufmachen. Aber ist das jeden Tag so, sag mal? Tatsächlich, ja. Es ist sogar ab und zu mehr. Das Wetter ist heute nicht so gut. Das sind doch jetzt bestimmt 20 Meter Schlange. Und ja, manchmal sogar 50. Lass mal bitte gucken gehen, wie ihr den macht. Ich bin gespannt, warum das so gehypt wird. Ich zeig dir jetzt mal unsere Riesenküche. Na, das kommt. Ding dong. Entschuldigung. Martin darf einen Blick in die heiligen Hallen werfen. Du hast ja gar keinen Platz hier drin. Wie machst du denn das? Ja, ich weiß. Ich versuche abzunehmen. Ja, der Bauch stößt gegen die Bratpfanne. Ja, genau. Das sind ja 5 Quadratmeter hier, oder? 7 genau, um genau zu sein. 7 Quadratmeter? 7 Quadratmeter, aber mit den Geräten sind es wahrscheinlich nur noch 2. Ich wollte gerade sagen, es wirkt viel kleiner. Wenn die Hütte brennt, arbeiten hier übrigens bis zu 5 Köche gleichzeitig. Von Mittag bis Mitternacht. Die extreme Nachfrage reißt seit der Eröffnung vor 2 Jahren nicht ab. Was können die Wladis Burger? Erste Besonderheit, die Brötchen. Die bestellt Wladi extra aus Amerika. Für so einen Fastfood-Burger, für einen Smash-Burger, da brauchst du sowas Weiches, da brauchst du sowas Industrielles. Das schmeckt wie so ein Milchbrötchen, wie man das von früher kennt. Genau. Aber fast noch ein bisschen süßer. Ne? Das wird am Ende eine Masse mit dem Burger, weißt du, so matschig quasi, so matschig knusprig. Matschig knusprig. Dafür bestreicht Wladi das Weißbrot mit flüssiger Butter und grillt es kurz an. Und jetzt kommt natürlich das Geheimnis, das Fleisch. Das Fleisch. Da kann ich nicht zu viel verraten. Doch unser Galileo-Reporter lässt nicht so schnell locker. Sag mal, was ist drin? Es riecht sehr gut. Also ich kann dir nur sagen, da ist also Nackenrolle drin. Also Nacken, das ist das Einzige, was ich verraten kann. Und die anderen Teilstücke, das sind natürlich Geheimnisse. Die genaue Zusammensetzung. Aber ich kann auch so viel sagen, da ist ein sehr hoher Fettgehalt. Fett bringt Geschmack, aber Fett bringt auch die Kruste. Doch das eigentliche Geheimnis liegt in der Zubereitung. Bei Wladi kommen keine gewöhnlichen Burger-Patties auf den Grill, sondern Fleischbällchen. Und die macht er beim Brutzeln platt. Er smasht das Fleisch. Deshalb also Smashburger. So ungefähr. Ich will. Ganz. Gar nicht mit Druck, sondern eher so, du musst das Fleisch spülen, weißt du? Du musst das. Noch mehr? Nee, so ist super. Und in einem Zug weg, genau. Das ist interessant, weil jetzt natürlich würden viele sagen, jetzt kriegt man es ja gar nicht mehr Medium hin und wo ist der ganze Saft? Kriegst du das, der Saft bleibt, desto schneller du es presst, du siehst ja, das ist Fett, der ganze Saft bleibt aber drin. Das trieft ja nicht raus, du musst die richtige Hitze haben. Und normalerweise würde man sagen, aber das klebt doch jetzt fest. Ja. Das muss man auch abkratzen quasi, sonst zerreißt du die ganze Kruste. Ich wollte gerade sagen, das brennt doch auch an jetzt, oder nicht? Ja, jetzt kommt noch Pfeffer drauf. Moment, das brennt noch nicht an. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pfeffer drauf. Und jetzt zeige ich ganz vorsichtig mit richtig Druck auf der Platte. Kratzen wir das jetzt so ganz vorsichtig ab. Das geht gar nicht so schwierig ab. Und jetzt zeige ich dir mal den Flip. Die dunkelbraune Farbe ist genau richtig. Je knuspriger, desto besser. Und jetzt kommt auch schon der Käse drauf. Bei uns kommen 2 Scheiben Käse drauf.
Und alle, jetzt würden die Burger-Konnoisseure in Deutschland sagen, du musst Cheddar nehmen und echten Käse. Was ist das? Das ist Schalblettenkäse. Das ist quasi ein American Cheese, also der hat Cheddar drin, aber auch Schmelzsalze. Und dadurch bleibt es geschmolzen, also ja. Ist dann wie so ein bisschen wie Käsesoße. Also wenn der kalt wird, bleibt er trotzdem schön cremig so. Das heißt, es ist schon recht klassisch bei euch alles, ne? Alles sehr klassisch, ganz klassisch amerikanisch. Dabei lernen sich Vladi und sein Businesspartner Kayo bei der Ausbildung in einer Sterneküche kennen. Richtig gehört. Vom 7-Gänge-Menü zum Fastfood-Imbiss. Dass die beiden mal einen Burgerladen aufmachen, hätte wohl keiner geglaubt. Bis Vladi und Kayo den aus ihrer Sicht perfekten Burger kreieren, probieren sie ein ganzes Jahr herum. Die Challenge, die knusprig-saftige Konsistenz des Fleisches. Denn bei den übrigen Zutaten greifen die Berliner Burgerbrater auf die Klassiker zurück. Scheiblettenkäse, Supermarktketchup und Senf. Auf ihrem YouTube-Kanal zeigen Vladi und Kayo, wie sie für ihre Foodspiration durch die Welt reisen. Die Idee zum Smashburger haben sie importiert. Insgesamt einer der besten Burger, die ich je gegessen habe, muss ich ehrlich sagen. Jede Reise wert. Das ist die beste New York Slice, die ich persönlich bis jetzt gegessen habe. Und irgendwie dachten wir, boah, in L.A. ist gerade so eine krasse Smashburger-Welle. Es kommen immer mehr Läden. Und in den USA, ne? In den USA. Es wird bestimmt in den nächsten Jahren jemand kommen, der einen Smashburger-Laden macht. Weil eigentlich wollten wir nie Burger machen. Nach 2 Jahren hat das immer noch keiner gemacht. Da nehmen sie es selbst in die Hand und eröffnen den ersten Smashburger-Laden Berlins. Zum Schluss noch ein paar saure Gürkchen und eingelegte Zwiebeln als Topping. Einen Papierumschlag für saubere Hände. Und fertig ist sie, die Burger-Offenbarung. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Martin, wie schmeckt's? Dieser Crunch von dem Fleisch ist mega. Ich habe noch einen kleinen Pro-Tipp für dich. Das ist so, das haben wir als Inspiration aus Amerika mitgenommen. Käsesoße, wie man sie auch als Nacho-Dip kennt. Die ist auch selbst gemacht. Mit echten Cheddar. Und die ist dafür gedacht, nicht, die kannst du auch die Pommes da rein dippen, aber wieso hast du, da dippst du jetzt deinen Burger rein. Das habe ich bis jetzt nur gesehen auf Instagram. Das ist so pervers. Ja. Herz-Kreislauf-Mediziner, bitte kurz wegschauen. Kann man machen. Pervers geil, ja. Und jetzt raus aus der Küche, Martin. Das Geschäft brummt. 870. Und weil es so gut läuft, gibt's bereits noch eine Smashburger-Filiale in Berlin. Martin kommt bestimmt mal wieder vorbei. Also es klingt ja erstmal banal, ein Burger-Patty einfach nur platt zu drücken, aber es macht einen ziemlich großen Unterschied. Das Teil schmeckt mega und ich kann verstehen, warum die alle hier anstehen.